hier in der Kohlenwäsche. Und ich sagte gerade, hier wird besonders schnell deutlich, wenn ihr so wollt, was es bedeutet, mit einem historischen Gebäude, mit historischem Ensemble modern umzugehen. Ihr seid hier eine große rote Rolltreppe hochgefahren, die gab es natürlich vorher nicht. Aber wir haben uns dabei überlegt, wenn wir schon etwas Neues machen, dann sollte es Anleihen haben an das Vergangene. Deswegen sieht die Rolltreppe so aus wie die Förderbänder der Kohle. Da ihr ja aus Österreich kommt, die ganzen Berge und Hügel, die ihr seht, sind nicht natürlich. Das ist alles aufgeschüttete Erde aus dem Bergbau. Und das fällt dadurch auf, dass nicht ein Hügel bebaut ist. Das lag auf diesen Förderbändern. Das ist ein Gemisch aus Kohlenstaub, Steinstaub, Gestein und Kohlenbrocken. Und das muss alles auseinanderdividiert werden. Hier kann man jetzt mal sehr schön erkennen, was passiert, wenn moderne Architektur auf klassische Industrieanlagen trifft. Das war mal eine Speichertasche, die dazu gedient hat, die Kohle von 2 Stunden Produktionszeit zwischenspeichern zu können. Es war so, dass hier vor 150 Jahren im Dortmunder Westen eine Zechengesellschaft begonnen hat, ein Bergwerk zu errichten. Jetzt haben die einen Schacht fertiggestellt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Loch von 5,35 Meter Durchmesser. Da müssen Sie die Frischwetter, die Frischluft reinbringen, die Abwetter, die verbrauchte Luft absaugen. Sie müssen Kohle transportieren, die Leute und das Material. Wir sind hier im Kreuzviertel in Dortmund und wir gehen jetzt noch ein paar Bier trinken und vielleicht ein paar Kartoffelschnäpse. Also wir sehen uns morgen dann.